Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Wirtschaftsstandort Deutschland. Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, Wirtschaft unterstützen, Abbau überflüssiger und belasteter Bürokratie. So heißt der Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung darin auf, überflüssige Bürokratie rasch und spürbar auszubauen. Aus der berühmten One-In-One-Out-Regel soll eine One-In-Two-Out-Regel werden. Ich weiß immer nicht, warum solche Texte immer auf Englisch verfasst werden, aber das ist eine andere Frage. Gefordert wird auch eine Bürokratiebremse bei der Einstellung von Personal in der Bundesverwaltung. Aktuell steigen die Bürokratiekosten massiv an und die Bundesregierung hat ein Eckpunktepapier Bürokratieentlastungsgesetz. Und es beginnt aber Felix Banatschak von den Bündnisgrünen. Er ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss für seine Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einem Bekenntnis beginnen. Ich hasse Bürokratie. Ganz persönlich, ich, Felix Banaschak, ich hasse Bürokratie. Nichts nervt mich mehr. Ich finde es todesnervig. Es treibt mich in den Wahnsinn, wenn ich wieder einmal für einen einfachen Antrag am Amt glaube, mein Studium wiederholen oder eine andere Ausbildung machen zu müssen. Ich hasse es einfach. Ich glaube, so geht es vielen in diesem Raum, so geht es wahrscheinlich auch vielen auf den Tribünen. Und vor allem geht es so sehr vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die diese Bürokratie nicht nur als ein persönliches, als eine persönliche Belastung befinden, sondern die diese Bürokratie auch davon abhält, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen, beispielsweise in den Standort hier in Deutschland. Deswegen ist vollkommen klar, dass wir dieses Problem nicht einfach als irgendeines, was man mal irgendwann angehen kann, betrachtet, sondern dass wir das jetzt sehr ernsthaft angehen. Aber eben weil es so ist, meine Damen und Herren, möchte ich mit einigen Mythen zum Thema Bürokratieabbau an dieser Stelle gerne aufräumen. Der erste Mythos ist, dass Bürokratie immer die Folge von irgendwelchen komischen grün-linken Vorstellungen von Klimaschutz, Arbeitnehmerinnenrechten, Menschenrechte, Kinderarbeit oder so etwas ist. Der zweite Mythos ist, dass die Unionsfraktion, die diesen Antrag ja gestellt hat, über den wir heute entscheiden, mit Bürokratie noch nie etwas zu tun hat, schon immer hart dagegen gekämpft hat. Und der dritte Mythos ist, dass sich Bürokratie dadurch abbauen lässt, dass man drüber redet. Ich möchte mit dem ersten beginnen. Und ich denke da an Gerd Müller. Einige von Ihnen erinnern sich noch an ihn. Viele von Ihnen mochten den noch nie so besonders gerne. Aber weil Sie gerade wahrscheinlich in Ihren Redemanuskripten gucken, ist da das Wort Lieferketten-Sorgfaltsgesetz drin. Das war ja ein Gesetz von Gerd Müller. Seien Sie doch nicht immer so hart zum Gerd Müller. Seien Sie doch nicht immer so hart zu Ihren Leuten, Herr Spahn, Frau Klöckner. Das werden Sie sicherlich tun. Nehmen Sie doch auch die großen Fortschritte zur Kenntnis, die mit Gerd Müller einhergegangen sind und mit vielen, vielen weiteren Gesetzen von Ministerinnen und Ministern aus Ihrer Riege, über die Sie gleich reden werden. Das Zweite, dass die Union mit all dem nie etwas zu tun hatte. Man müsste ja denken, wenn man gleich wieder die Reden hört, wie über Jahrzehnte immer die Bürokratie angewachsen ist, eine Regel nach der anderen, dass die Grünen in den letzten 20 Jahren eine absolute Mehrheit in diesem Laden gehabt hätten. Es ist ja gar nicht so der Fall. Es waren ja Ihre unionsgeführten Regierungen, die eine Regelung nach der anderen in die Gesetze, in die Verordnung geschrieben haben, über die wir heute reden. Deswegen, wir helfen gerne dabei, das anzugehen. Und der dritte Mythos ist der, dass sich Bürokratie davon abbauen lässt, dass man irgendwo auf Podien, in Talkshows darüber redet, es muss jetzt endlich mal was getan werden. Und dann wird das mit so großen Begriffen One in, One out. Nein, das reicht nicht aus. One in, Two out. One in, Three out. Mal gucken, wie viel es alle werden. Bürokratie baut man dadurch ab, dass man sich anschaut, wo sie entstanden ist, meine Damen und Herren. Und das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in den letzten Monaten intensiv gemacht mit der ganzen Bundesregierung und vor allem mit denen, die unter dieser Bürokratie, der unnötigen Bürokratie leiden. Denn man muss doch mal anerkennen, dass das meiste, was wir an Bürokratie in unseren Gesetzen und in unseren Verordnungen haben, nicht deswegen da haben, weil da irgendwelche wahnwitzigen Beamten sich gedacht haben, Mensch, wie können wir den Leuten das Leben so schwer wie möglich machen, sondern weil da meistens ja eine Idee mit verbunden war und dann eben Kollateralschäden entstanden sind. Und deswegen baut man Bürokratie dadurch ab, dass man sich Gesetz für Gesetz, Verordnung
Verordnung für Verordnung anschaut und genau guckt, wo entsteht etwas, was wir nicht wollen. Herausgekommen sind 140 Regelungen, 80 davon direkt abgeschafft, 60 davon in der Prüfung. Das ist das, wie man Bürokratie abbaut, nicht durchs Reden, sondern durchs Machen. Das zeichnet diesen Wirtschaftsminister aus, das zeichnet diese Bundesregierung aus. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause, seien Sie sich sicher, dass diese Regierung, bis sie in einigen Jahren zur Wiederwahl sich stellen wird, noch mehr erledigen wird, um Bürokratie abzubauen, damit nicht nur die persönliche Bedrängnis durch viele Formulare, sondern eben auch das Investitionsrisiko durch die überbordende Bürokratie, für die Sie verantwortlich sind, endlich ein Ende hat. Vielen Dank. Die Bundesregierung hat bei ihrer Klausur in Meseberg übrigens ein Eckpunktepapier verfasst für ein geplantes viertes Bürokratieentlastungsgesetz. Nächste Rednerin jetzt, Julia Klöckner, die zuständige Stellvertretende. Nein, ist sie nicht. Julia Klöckner ist die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union. Frau Bundestagspräsidentin, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Banaschak, auch Sie scheinen den gleichen Redenschreiber wie der Kanzler zu haben. Viele Worte, nichts gesagt, Wolkenschieberei hier wieder. Das ist ja echt wieder goldig gewesen. Vielleicht hören Sie mal auf den Normenkontrollrat, der ganz klar festgestellt hat, wenn Sie uns schon nicht glauben, glauben Sie den Normenkontrollrat, dass nie unter einer Bundesregierung die Bürokratie so angestiegen ist wie unter dieser Ampelregierung. Das ist der Normenkontrollrat. Transformative Angebotspolitik hat der Bundeswirtschaftsminister seine Politik genannt. Und das heißt nach Habeck'scher Manier übersetzt, ich baue die Wirtschaft genauso um, wie wir Grünen das schon immer gewollt haben. Alles auf erneuerbare Energien, immer schneller, dafür teure Energieimporte, Regulierungen, Auflagen, Lenkung. Und deshalb Geld für die, die unserer Gesinnung folgen. Selbst übrigens bei den neuen Sektorleitlinien Ihres Ministeriums für die Hermesbürgschaften folgen nun dieser Einteilung, das heißt in die gute und die schlechte Wirtschaft. Dafür sind dann natürlich, um unterteilen zu können, Dokumentationen, Regulierungen, Reglementierungen notwendig, also zusätzliche Bürokratie. Und alleine das Energieeffizienzgesetz hat die Bürokratieauflagen Ihrer Bundesregierung wie bei keiner anderen in die Höhe schießen lassen. Aber genau das Gegenteil wäre jetzt gerade in dieser Zeit notwendig. Und für sein Vorgehen braucht dieser Bundesminister Habeck Geld, sehr viel Geld. Denn die neuen Probleme, die seine Politik bei den Unternehmen verursacht, die werden einfach wegsubventioniert. Minister Habecks Instrument für seine planwirtschaftlichen Spiele war der KTF. Trickreiches Umwidmen von Geld, das er überhaupt nicht hat, am Haushaltsgesetzgeber vorbei, ganz nach dem Motto, wenn der Christian bockt, wird mit der KTF-Kohle gezockt. Und gab es mal wieder Ampelstreit? Hieß es Kompromiss KTF. Die Wirtschaft stöhnt über höhere Energiepreise, Geld aus dem KTF. Die Wirtschaft leidet unter neuen Regulierungen, Geld aus dem KTF. Sie, Herr Habeck, greifen den Unternehmen ständig in die Speichen, um Ihren Traum vom Umbau unseres Landes auszuleben, ohne Maß und Mitte, Augen zu und durch. Aber diese grünen Turbo-Transformationsträume, die sind in der Sackgasse gelandet. Den Praxistest haben sie nicht bestanden. Das Verfassungsgericht hat klar geurteilt. Und jetzt braucht es eben, und das fordern wir, die wirtschaftspolitische Wende hier in Deutschland. Denn Deutschland ist mit dieser Ampelregierung in eine Wirtschaftskrise gerutscht. Rezession, geringstes BIP-Wachstum im Euroraum. Wohin Ihre grünen Transformationspolitikträume führen, konnten wir schon beim Heizungsgesetz sehen. Sie wollten in den Heizungskeller reinregieren. Das Ergebnis: Öl- und Gasheizungen feiern ein Comeback. Das Interesse an Wärmepumpen sinkt, trotz Förderung. Und Sie machen aber immer so weiter. Mit Mikromanagement, mit Bürokratie, mit Subventionen. Und dieses Mal nennen Sie es einfach nur Industriestrategie. Sie sagen, die Projekte, die mit dem Klima- und Transformationsfonds verbunden seien, die betreffen, ich zitiere, den wirtschaftlichen Kern Deutschlands. Das muss einem Angst machen, wenn ein Bundeswirtschaftsminister glaubt, dass das der wirtschaftliche Kern Deutschlands sei. Den wirtschaftlichen Kern Deutschlands würden Sie besser schützen, wenn Sie aufhörten, die Wirtschaft mit immer mehr Bürokratie und Gängelung zu überziehen und zu hindern, ihre Arbeit zu machen, nämlich Deutschland stark zu halten.
Statt jetzt demütig Ihre Schlüsse aus dem Urteil von Karlsruhe zu ziehen, beschimpfen Sie erst mal diejenigen, die sich um die Einhaltung der Verfassung sorgen. Sie also fahren über eine rote Ampel, werden daran erinnert, dass es Regeln gibt. Sie beschimpfen und beleidigen erst mal die, die Sie an die Regeln erinnern, wollen aber, dass just diejenigen, die Sie beleidigt und beschimpft haben, Ihnen helfen, diese Verkehrsregeln auch noch zu ändern. Wer glaubt, er ist im Besitz der höchsten Moral, der glaubt auch, er darf über rote Ampeln fahren. Und das ist Ihre Art von Politik. Erkennen Sie endlich, Standortnachteile lassen sich nicht unbegrenzt wegsubventionieren. Wir müssen wieder zurück zur sozialen Marktwirtschaft, und das lautet Unternehmertum und Privatinitiative stärken. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen gute Rahmenbedingungen statt immer neuer staatlicher Eingriffe. Und deshalb, Herr Habeck, wir müssen zurück zu einer marktwirtschaftlich orientierten Angebotspolitik. Und es geht nicht nur um Ihre Transformationsindustrien. Wir brauchen im Übrigen auch Exportgenehmigungen. Sie verzögern die, Ihr Haus. Unterstützen Sie die Unternehmen beim weltweiten Wettbewerb. Und wir haben in unserem Antrag zahlreiche Vorschläge für ganz konkreten Bürokratieabbau gemacht. Sie haben Vorschläge eingeholt, haben nur noch nicht mal 30 übernommen aus der Wirtschaft, und das Gesetz liegt immer noch nicht vor. Auch mit dem neuen Postgesetz, auch da haben Sie wieder neue Bürokratieauflagen. Das heißt, Sie haben ein Belastungsmoratorium beschlossen, setzen es nicht um und beklagen sich, dass die Wirtschaft Deutschland verlässt. Wir können nur sagen, machen Sie Schluss damit, wegsubventionieren. Ihre Probleme ist zu teuer für dieses Land. Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-CSU, war das. Nächster Redner in der Debatte, Sebastian Rohloff von der SPD-Fraktion. Er ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben es mit diesem Antrag und auch in dieser Debatte einmal mehr. Die legendäre, zumindest selbsternannte Wirtschaftskompetenz der Union besteht im Wesentlichen aus zwei Faktoren. Zum einen große Entrüstung und zum anderen Phrasen zum Thema Bürokratieabbau. Das ist schön, das tun wir hier regelmäßig. Ich würde mir ein paar konkretere Vorschläge mehr wünschen, weil in der Zeit, in der sich hier wieder entrüstet wird und manchmal sogar wieder besseren Wissens, also künstlich, kann die Ampel konkrete Projekte und Erfolge vorweisen. Wir haben das Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht und das Bürokratieentlastungsgesetz 4, und das wissen Sie ganz genau, ist auf dem Weg. Und wenn das beides so beschlossen wird, reduzieren wir die Bürokratie für die Wirtschaft um 2,3 Milliarden Euro. Das ist mit Abstand das größte einzelne Entlastungspaket, was es in der Bürokratiereduktion jemals gab. Und ich gönne Ihnen ja billige Schlagzeilen, aber wenn Sie dann immer sagen, noch nie ist die Bürokratie so angestiegen wie unter der Ampel, ja, sagt der Normkontrollrat. Aber warum sagt er das? Weil wir die Corona-Maßnahmen haben, weil wir die Strom- und Gaspreisbremsen haben, weil es da eine ganze Reihe von Maßnahmen gab, die umgesetzt und abgewickelt werden mussten. Da haben Sie teilweise zugestimmt. Machen Sie billige Punkte, wenn Sie meinen, aber das qualifiziert Sie nicht für Regierungsverantwortung, sondern eher für die Bild-Zeitung. Es bleibt die Binsenweisheit, und wir haben das mit Sachverständigen im Wirtschaftsausschuss bei einem vergleichbaren Antrag auch schon diskutiert, dass man nicht einfach Bürokratie schreien kann und dann wird geschnipst und dann wird auf einmal alles besser. Es ist eigentlich selbsterklärend, und so viel Differenzierung in der Debatte muss sein, dass wir natürlich unterschiedliche politische Ebenen haben, die ineinander greifen müssen. Alleine 57% der Regelungen sind Umsetzung von EU-Verordnungen. Da können wir noch nicht mal viel machen im Detail. Und dementsprechend ist es gut und richtig, dass der Bundeskanzler einen gemeinsamen Vorstoß mit Frankreich angestoßen hat und es gemeinsame Runden mit Bundesländern und den Kommunen gibt, dass wir hier schnell Fortschritte machen. Und das tun wir. Und was mich bei dieser ganzen Debatte noch viel mehr stört, hier wird immer so getan, als wenn Bürokratieabbau, und ja, Bürokratie nervt mich auch, und ich bin regelmäßig in Unternehmen und in IHKs unterwegs, und das kommt natürlich oft, immer der große Allheilsbringer ist und ein Konjunkturprogramm aus sich heraus selber wäre. Aber das ist falsch. Ich kann den Wirtschaftsweisen Achim Truger mit Erlaubnis der Präsidentin zitieren. Bürokratieabbau ist absolut wichtig, aber damit löst man weder einen Rieseninvestitionsschub aus, noch könnte man eine Rezession verhindern. Zitat Ende. Und dementsprechend brauchen wir für mehr Wirtschaftswachstum den zweiten Schritt. Ja, wir müssen einen Zweischritt. Ja, wir müssen
die Situation von Unternehmen womöglich verbessern, selbstverständlich, und Verfahren entschlacken. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch investieren. Und da wird es bei der Union ganz dünn. Sie stellen sich immer stumm, wenn Sie sagen sollen, wo das Geld herkommen soll, und sind auch zu keinen Kompromissen bereit. Dementsprechend, und da wäre es schön, wenn Sie sich mal ehrlich machen würden, kann man auf eine sehr sehenswerte Sendung, Duell des Tages bei Welt, verweisen, wo Ihre Kollegin Jana Schimke im quasi Duell mit dem neuen Bundesvorsitzenden der Jusos gefragt wurde, wo denn jetzt bitte die fehlenden Milliarden im Haushalt eigentlich herkommen sollen, die Sie ja quasi so bejubeln. Ja, und damit wurde im Zweifel immer nur Sozialabbau gesagt. Und wenn dann der Philipp Thürmer dargelegt hat, dass sogar das von ihm als Sozialabbau vorgeschlagene gar nicht reichen würde von der Summe, hat man auch wieder gesehen, wie seriös der von Ihnen gewünschte Kahlschlag ist, und das noch nicht mal der. Und wir lehnen den selbstverständlich ab, die nötigen Finanzen freimachen würde. Das reicht nicht aus, und das ist auch wirklich zu wenig für eine seriöse Debatte. Und dementsprechend sollten wir die Zeichen der Zeit anerkennen und auch auf international renommierte Experten hören, zum Beispiel der dänische Ökonom Kierkegaard, mit Erlaubnis der Präsidentin, diese Woche im Spiegel gesagt, die Schuldenbremse ist eine makroökonomische Verrücktheit, Zitat Ende. Und ich kann mich voll meinem Fraktionsvorsitzenden anschließen, der am Dienstag an dieser Stelle gesagt hat, auch das ist Aufgabe der Politik, nicht wegducken und auf die alte Zeit verweisen, sondern neue Herausforderungen mit neuem Blick begegnen und Lösungen finden. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dieses Land hat es verdient, dass in seine Zukunft investiert wird. Ihr Antrag hilft uns nicht weiter, und deswegen werden wir der Empfehlung des Wirtschaftsausschusses folgen und ihn ablehnen. Vielen Dank. Erst Anfang vergangener Woche hat der Normenkontrollrat die weiter steigenden Bürokratiekosten unter der Ampelregierung kritisiert. In seinem Jahresbericht, der den Zeitraum von Juli 22 bis Juni 23 umfasst, haben die durch neue Gesetze verursachten Bürokratielasten ein Rekordniveau erreicht. Live Erik Holm für die AfD. Letzte Woche reden wir uns hier den Mund fusselig zum Bürokratieabbau, der dringend notwendig ist. Letzte Woche hatten wir gerade einen AfD-Antrag in dieser Debatte. Nur von der Regierung kommt zu diesem wichtigen Thema nichts. Es wäre für unser Land in der Tat sicher besser gewesen. Sie von der Ampel hätten sich darum intensiv gekümmert, statt um Ihre verfassungswidrigen Haushaltstricks. Ja, die Wirtschaft wartet zum Beispiel auf das lange angekündigte Bürokratieentlastungsgesetz 4. Neuester Stand, es soll im nächsten Frühjahr kommen. Dann liegt die Verbändeabfrage ein langes Jahr zurück. Auch hier also Enttäuschung, eher blankes Entsetzen, dass diese Scholz-Truppe nichts auf die Reihe bekommt. Aber wenn es dann soweit sein wird, dann sagt die Regierung Danke für die vielen tollen Vorschläge der Unternehmen. 442 waren es an der Zahl, umgesetzt werden im Gesetz 10. Ist das wirklich Ihr Ernst? Die Wirtschaft erstickt in Bürokratismus, und das soll Ihre Antwort sein. Unternehmen wandern ab aus diesem Land, auch wegen des irren Bürokratismus. Dazu gehen Energiekosten durch die Decke. Der Fachkräftemangel wird von Ihnen noch verstärkt durch ein höheres Bürgergeld. Die Abgaben und Steuern steigen weiter. Sie machen überall das Gegenteil von dem, was in dieser strukturellen Krise notwendig wäre. Sie können es nicht, und das kann man hier nicht oft genug festhalten. Ihr Heizungsgesetz, das nächste Bürokratiemonster. Ich erinnere nur an die Beratungsgespräche, die Heizungsbauer mit ihren Kunden durchführen und dokumentieren müssen. Der real existierende Sozialismus, er ist wieder auf dem Vormarsch in diesem Land, leider. Der Normkontrollrat beklagt, dass der Erfüllungsaufwand für Gesetze um über 50% gestiegen ist, um 9,3 Milliarden Euro. Davon entfallen allein auf das Heizungsgesetz 9,2 Milliarden. Dazu der neue CO2-Zoll, der weitere vierteljährliche Berichte erfordert und die Produktion tendenziell weiter ins Ausland verlagern wird. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das 70% der Mittelständler nerven wird und das von von der Leyen's EU-Kommission noch verstärkt werden wird. Nein, es ist für diese Wirtschaft keinerlei Rettung in Sicht mit dieser Ampel. Und dabei wäre der Bürokratieabbau das Einfachste, was Sie machen können. Wenn Sie schon keine Kohle haben, weil Ihre Haushaltstricksereien, Ihre Hütchenspielerei aufgeflogen ist im Haushalt, dann sorgen Sie doch wenigstens für kostenlose Maßnahmen, die unseren geplagten Unternehmen etwas unter die Arme greifen könnten. Dann könnten Sie wenigstens wieder etwas Hoffnung schöpfen, wenn Sie nicht den ganzen Tag mit Nachweis- und Dokumentationspflichten beschäftigt sind. Die Bürger und Unternehmer
wollen keine weiteren Durchhalteparolen mehr vom Kanzler, wie wir sie am Dienstag wieder gehört haben. You'll never walk alone und so. Sie haben einfach keinen Bock mehr aufs Unterhaken. Sie wollen diese Ampel eigentlich eher abhaken. Das wäre das Gebot der Stunde. Sie wollen Taten sehen, die dafür sorgen, dass unsere Firmen und damit viele Arbeitsplätze weiter in Deutschland existieren können. Stattdessen kamen wieder nur Plattitüden von Scholz und keine Entschuldigung für all die Tricks für verfassungswidrige Haushalte, die noch mehr Unsicherheit auch in der Unternehmerschaft plagen oder sie zu mehr Unsicherheit bringen. Jetzt fällt diese Regierung am Jahresende dann noch wieder auf, das ist die nächste Trickserei, dass wir eine Notlage in 2023 haben. Am Ende des Jahres fällt das dieser Regierung auf. Wer soll denn das bitte schön glauben? Wir ziehen uns doch die Hosen nicht mit der Kneifzange an. Das ist doch unfassbar. Man kann doch nicht den einen Verfassungsbruch mit dem nächsten heilen. Und eines ist klar, das muss vors Verfassungsgericht. Und das ist mein Appell auch an die Union, dass Sie hier mitgehen. Ich sage es den Menschen draußen, 25% der Abgeordneten brauchen wir hier im Land. Die AfD kann es leider nicht alleine machen mit dieser Normenkontrollklage. Wir brauchen sie dazu. Und haben Sie bitte, sage ich mal, den Mumm in der Hose, das auch umzusetzen. Wir brauchen diese Klage gegen einen weiteren verfassungswidrigen Haushalt 2023. Ja, wir haben eine Notlage in diesem Land. Wir haben eine Notlage, aber nur, weil wir diese Regierung haben. Hoffentlich nicht mehr lange. Wünscht sich der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD live Erik Holm. In der gleichen Funktion, aber für die FDP, hat jetzt Reinhard Huben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, von der Unionsfraktion, ich fände es schon angebracht, wenn Sie sich mit den Papieren auseinandersetzen, die Sie jetzt in den Prozess einbringen. Also Ihr Antrag ist inzwischen 226 Tage alt und schöne Bemerkung. 226 Tage alt. Ja, ist gut. Jeder muss ja mal sein Eigentor schießen dürfen hier im Plenum. Also, meine Damen und Herren, 226 Tage ist es jetzt her, dass Sie das eingebracht haben. Und Sie meinen gar nicht, Ihren Antrag irgendwie verändern zu müssen. Also, Sie fordern in diesem Papier, dass wir doch nun endlich das Bürokratie-Entlastungsgesetz einbringen. Und Sie fordern, ja, mit dem Wachstumschancengesetz haben wir doch ein erstes Bürokratie-Entlastungsgesetz eingebracht. Und wenn Sie dann in die Einzelforderungen hinein, wenn Sie mal in die Einzelforderung Ihres eigenen Antrags hineinschauen würden, würden Sie feststellen können, dass Dinge, die Sie hier fordern, im Wachstumschancengesetz aufgenommen worden sind. Und Sie haben es eben selbst gesagt, Herr Spahn, Sie haben es eben selbst im Zwischenruf getan, Herr Spahn. Sie haben gesagt, ja, ihr habt es ja noch nicht mal durch den Bundesrat gebracht. Was sollen Ihre wohlfeilen Reden hier, wenn Sie den Bundesrat nutzen, um dieses Wachstumschancengesetz zu verhindern? Ja, Sachsen. Sachsen zum Beispiel hat es aufgehalten. Herr Kretschmer brauchte eine Überlegungspause. Deswegen ist also im Bundesrat dieses Gesetz ausgebremst worden. Meine Damen und Herren, hier stehen Sie und sagen, wir müssen die Wirtschaft entlasten. Wenn wir es als Bundesregierung konkret tun, dann stehen Sie auf der Bremse. Das ist einfach unehrlich. Und, meine Damen und Herren von der Union, dann schreiben Sie hier relativ weit hinten, nicht auf der 226. Seite, dass Sie eine entsprechende Modernisierung des Registermodernisierungsgesetzes haben wollen. Das haben wir mit Ihren Stimmen, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Woche hier im Hause beschlossen. Der Kollege Wilsch kann Ihnen das bestätigen. Also es wäre dann schon gut, wenn Sie Anträge auch wirklich einbringen, die up-to-date sind, das würde Ihre Argumentation nach außen schon deutlich erhöhen. Darüber hinaus,
Herr Huben, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion? Ja, bei Herrn Wiener kann ich nicht mehr antworten. Herr Wiener, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Huben, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben das Wachstumschancengesetz angesprochen. Sie sagen, das würde einen Unterschied machen. Aber es gibt ja Berechnungen, zum Beispiel vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, dass das Wachstumschancengesetz das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahre 2028 um 0,05% erhöhen würde. Also worüber reden wir hier eigentlich? Das ist allenfalls eine Petitesse, dieses Wachstumschancengesetz. Ja, Herr Kollege Wiener, prozentual ist das natürlich relativ wenig. Aber als Summe sind es mehrere Milliarden Euro. Wenn die Union darauf verzichten möchte, soll sie das gerne der deutschen Wirtschaft gegenüber vortragen. Wenn sie auf Milliardenentlastungen verzichten möchte, ist das durchaus in Ordnung. Aber wir halten es weiterhin, auch bei diesem Prozentsatz, ob er nun stimmt oder nicht, will ich hier gar nicht debattieren, halten es weiterhin für angebracht, dieses Gesetz einzubringen. Wir haben in der letzten Woche, ebenfalls in der letzten Sitzungswoche, das Zukunftsfinanzierungsgesetz eingebracht in den Deutschen Bundestag und auch umgesetzt. Auch dieses Gesetz entlastet die deutsche Wirtschaft und stärkt im Besonderen die Start-up-Szene hier in Deutschland. Sicherlich eine wichtige Anregung, auch um Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder zu stärken. Und meine Damen und Herren, es ist eben auch noch angesprochen worden, das Bürokratieentlastungsgesetz, es ist noch nicht da. Aber da es im Prozess ist, würde ich mich noch nicht festlegen, dass tatsächlich 10 Maßnahmen nur umgesetzt werden in diesem Bürokratieentlastungsgesetz. Denn es bietet eine einmalige Chance, unsere Wirtschaft zu entlasten. Und Bürokratie ist eine Hydra. Und deswegen ist es ein Dauerprozess. Und deswegen freue ich mich auch, dass in allen Ministerien inzwischen unter der Koordination vom Kollegen Benjamin Strasser eben überall in den Ministerien gesucht wird, wo man Bürokratie abbauen kann. So ist es zum Beispiel auch im Wirtschaftsministerium. Dort beschäftigt man sich im Besonderen mit nationalen und europäischen Berichtspflichten. Auch an dieser Stelle wird gearbeitet. Also deswegen aktualisieren Sie Ihre Anträge, dann kann man besser darüber debattieren. Und ich sehe die Bundesregierung auf dem Weg der Bürokratisierung, auf dem Weg der Bürokratisierung, auf dem Weg, diese zu reduzieren und nicht auszubauen, Herr Spahn. Vielen Dank. Ja, das war dann ein freudscher Versprecher von Reinhard Huben. Nächste Rednerin in der Debatte, Janine Wissler für Die Linke. Sie ist Mitglied im Finanzausschuss und die Parteivorsitzende der Linken. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was die Unionsfraktion hier vorliegt, liest sich wie ein Wunschzettel mit den Allzeithits der Unternehmensverbände, der dem Leitbild folgt, dass Regulierungen grundsätzlich vor allem eine Belastung und schlecht sind. Und Sie sagen in Ihrem Antrag, dass der Mindestlohn mehr Aufwand für Unternehmen bedeutet. Ja, aber warum wurde denn der gesetzliche Mindestlohn eingeführt? Er wurde eingeführt, weil immer mehr Menschen zu Hungerlöhnen arbeiten müssen. Deshalb wurde der gesetzliche Mindestlohn eingeführt. Und warum muss die Einhaltung nachgewiesen und kontrolliert werden? Ja, weil es massenhaft Verstöße und Umgehungsversuche gibt. Um den Mindestlohn zu umgehen, da entwickeln einige Unternehmen eine Kreativität, die könnte man sich an anderer Stelle ja nur wünschen. Und es ist doch eigentlich die Union, die sonst immer auf die Einhaltung von Gesetzen pocht und auf die Überwachung. Sie sind doch die selbsternannte Law-and-Order-Partei. Aber wenn es um die Rechte von Beschäftigten geht oder um Umweltauflagen, dann nehmen Sie es dann nicht so genau mit Law-and-Order. Da ist es dann Bürokratieaufwand, den man abbauen kann, meine Damen und Herren. Und warum führen denn immer mehr Länder und hoffentlich auch bald der Bund Tarifbindungsklauseln für öffentliche Aufträge ein? Ja, weil immer mehr Unternehmen aus der Tarifbindung aussteigen, um Gewinn auf Kosten der Beschäftigten zu steigern. Und warum muss es auch hier Nachweise geben und Kontrollen? Weil sich nur so der Zweck für die Regelung erreichen lässt, nämlich mehr Tarifbindung und keine öffentlichen Aufträge für Unternehmen, die Tarifflucht begehen und die sozial- und ökologische Standards unterlaufen.
Und wenn Sie den Eindruck erwecken, man müsste hier nur Vorschriften und Bürokratie abbauen, damit es allen besser geht, ist das einfach falsch. Sie verschweigen einfach, dass das, was Sie hier vorschlagen, dass das bedeuten würde, dass viele Menschen weniger Schutzrechte hätten als zuvor, nämlich Beschäftigte. Wenn Sie zum Beispiel die Dokumentationspflichten für die Arbeitszeit von Minijobbern abschaffen wollen, ja, da öffnen Sie doch Tür und Tor für die massenhafte Umgehung des gesetzlichen Mindestlohns. Wenn Sie Gründerschutzzonen vorschlagen, die Unternehmen in den ersten beiden Jahren weitgehend von bürokratischen Vorschriften befreien sollen, darf man mal fragen, welche Vorschriften Sie meinen? Arbeitsschutzvorschriften, die Arbeitsstättenverordnung, Umweltauflagen. Woran muss man sich Ihrer Meinung denn noch halten, wenn man ein neues Unternehmen gründet? Und wie wollen Sie denn dann verhindern, dass es einen Missbrauch gibt durch Kettengründungen, dass man dauernd neue Unternehmen gründet? Da muss man nämlich keine Standards mehr einhalten. Oder müssen dann Beschäftigte und Kunden damit rechnen, dass ihre, zum Beispiel ihre Daten bei neu gegründeten Unternehmen weniger geschützt werden? Weil das steht ja in Ihrem Antrag. Sie wollen die Schwellenwerte für die Bereitstellung von betrieblichen, für die Bestellung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten so erhöhen, dass nur noch ein Bruchteil der Unternehmen betroffen werden. Also das ist doch grotesk, was Sie hier vorschlagen. Der Fairness halber sei erwähnt, dass ein paar wenige Vorschläge, die Sie in Ihrem Antrag machen, auch ganz sinnvoll wären. Aber grundsätzlich gilt, dass wir Regeln brauchen zum Schutz der Beschäftigten, für ökologische Standards, das Lieferkettengesetz. Und das muss natürlich auch kontrolliert werden. Und was Sie hier vorschlagen, bedeutet Schutzrechte von Beschäftigten unter dem Motto des Bürokratieabbaus, unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus in die Tonne treten zu wollen. Unsinnige Regelung ist auch, wenn Sie vorschlagen, dass die Bundesverwaltung nur noch dann eine Einstellung vornehmen kann, wenn an anderer Stelle eine Stelle wegfällt. Also das ist natürlich absurd. Die Personalausstattung des Staates muss natürlich den Aufgaben folgen, die zu erledigen sind. Sie beklagen lange Verfahrensdauer. Ja, warum haben wir denn die? Weil die ganze Zeit von einem schlanken Staat geredet wurde, in den Planungsämtern Mittel und Stellen gekürzt wurden und jetzt eben es viel länger dauert, um Bauanträge und alles andere bearbeiten zu können. Und deshalb, ich komme zum Schluss, Ihr Antrag verkennt die zentralen Herausforderungen, vor denen wir in diesem Land stehen. Wir müssen eine Transformation gestalten. Und dafür braucht es massive öffentliche Investitionen, die Sie in trauter Eintracht mit der Ampel blockieren. Künftige Generationen werden den künftigen Generationen marode Schulen, bröckelnde Brücken und die Folgen des Klimawandels zu vererben. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Generationengerechtigkeit zu tun. Und deswegen muss diese vermaledeite Schuldenbremse endlich weg. Die Union fordert in ihrem Antrag, der hier beraten wird, für jede neuen Beschäftigten soll nach Willen der Unionsfraktion eine andere Stelle gestrichen werden. Nächster Redner hier ist Lukas Benner von den Bündnisgrünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben den Normenkontrollrat hier jetzt oft genug gehört und ich glaube, man muss die Aussagen des Normenkontrollrats einmal in den Kontext setzen. Was waren in den letzten drei Jahren die Hauptaufwandstreiber? 2021 Ganztagsförderungsgesetz, 2022 Mindestlohngesetz, 2023 Gebäudeenergiegesetz. Wer sich also hier hinstellt und einfach behauptet, die Bürokratie ist gestiegen, der ist jetzt also gegen die Ganztagsförderung, gegen den Mindestlohn und gegen die Wärmewende. Es ist doch so, das Gebäudeenergiegesetz ist nur deswegen notwendig, weil Sie eine Politik gemacht haben, die das Gas von den Autokraten billig bezogen hat, die die Menschen im Stich lässt, wenn jetzt die Preise steigen. Und deswegen brauchen wir dieses Gesetz, um die Menschen in den nächsten Jahren nicht alleine zu lassen. Aber schauen wir uns einmal Ihren Antrag an. Ihr Antrag ist ja aus der Zeit gefallen. Nicht ganz so wie Ihr Fraktionsvorsitzender, der sich die 90er Jahre zurückwünscht, aber er ist trotzdem ein bisschen zu alt. Ich empfehle Ihnen einmal einen Blick in die Drucksache 20.9000. Das ist der Sonderbericht der Bundesregierung zum Bürokratieabbau, den wir hier an dieser Stelle vor wenigen Wochen besprochen haben. In dem befinden sich über 100 Maßnahmen, die diese Regierung bereits umgesetzt hat oder die in der Umsetzung sind. Das heißt, Ihre Aussage, die Ampel macht nichts, läuft vollends ins Leere. Wir sind dran und wir sind auch weiter dran. Sie sprechen in Ihrem Antrag von der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Lassen Sie uns doch mal ein paar Sachen aufzählen. Wir haben doch erst vor wenigen Wochen hier ein Riesenpaket beschlossen, was die Mobilitätswende voranbringt und endlich verlässliche Infrastruktur sichert, was Sie nicht hinbekommen haben. Genehmigungsbeschleunigungsgesetz. Meine Damen und Herren, wir dürfen nach 16 Jahren verschleppter Strukturreform in diesem Land nicht die Fehler wiederholen.
Die USA und China fördern Schlüsselindustrien so massiv wie lange nicht mehr. Und das ist die Realität. Aber dieser Realität stellen wir uns, dieser Realität stellt sich Robert Habeck. Das Wirtschaftsministerium hat ein Tempo vorgelegt, das seinesgleichen sucht. Die Windenergie- und Solarpakete für den Ausbau der Erneuerbaren, die Wärmeplanung, all das mussten wir angehen, weil Sie es nicht getan haben. Und deswegen haben wir so viel zu tun an dieser Stelle. Und ja, wenn wir den Anschluss an die Realität nicht verlieren wollen, dann müssen wir über die Schuldenbremse reden. Dann müssen wir darüber reden, wie wir in Zeiten von multiplen Krisen das Geld für die notwendigen Investitionen herbekommen. Und das sagen ja nicht nur die Grünen seit Jahren, sondern das sagen auch Economist und Financial Times, bekannte Ökosozialisten natürlich. Und zu guter Letzt, wer Bürokratie abbaut, braucht Pragmatismus und Augenmaß. Wir dürfen nicht immer einfach nur Verfahren kürzen, weil klar ist, wer weniger prüft, ist schneller. Aber Schutzfunktionen haben ihre Gründe. Wir schützen Umwelt, Mieterinnen, Arbeitnehmer, wir schützen Rechtsschutz und Beteiligung. Das machen wir bisher und das werden wir auch weiterhin machen. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag von meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne. Wir führen die Debatte fort und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Jens Spahn. Ja, Yvonne Macwas hat jetzt den Vorsitz übernommen und Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Union. Ihnen viel, was Sie alles angeblich noch erreichen werden können wollen. Schauen wir doch einfach mal auf das, was Sie bisher tatsächlich erreicht haben, Herr Kollege. Schauen wir doch einfach mal. Rekordinflation, Rezession. Wir sind das einzige Industrieland auf der Welt, das schrumpft. Eine historische Haushaltskrise, Verfassungsbruch mit Ansage. Eine aktuelle Umfrage sagt, dass 70% der Deutschen mittlerweile der Überzeugung sind, es geht dauerhaft wirtschaftlich bergab. Den einzigen Rekord, den Sie geschafft haben, ist einer in Pessimismus. Ihr Verfassungsbruch mit Ansage hat die Stimmung noch weiter verschlechtert. Das ist die Bilanz nach 2 Jahren Ampel. Wirtschaftspolitisch geht es zurück und in die Rezession. Sie propagieren seit 2 Jahren ein schuldenfinanziertes, ein staatsfinanziertes, grünes Wirtschaftswunder mit angeblichen Jobboom, mit angeblichen Investitionen, mit angeblich billigem Strom. Was wir kriegen, ist eine grüne Bruchlandung mit Firmenpleiten, Deindustrialisierung und Teuerstrom. Alle Ihre Glaubenssätze gehen irgendwie im Realitätscheck unter. Ich erinnere mich noch gut, vor 18 Monaten haben wir uns aus der Grünen Fraktion über Monate angehört, wir haben kein Stromproblem. Monatelang. Dann haben Sie die günstigste Stromerzeugung für 3, 4, 5 Cent die Kilowattstunde, 6%, 3 Kernkraftwerke, die sicher liefen, in der Krise abgeschaltet, nur um jetzt höchste Strompreise auf Dauer zu haben und ein Gesetz zu machen, das in Privathaushalten den Stromverbrauch drosselt. Das ist die Bilanz Ihrer Energiepolitik. Sie erzählen den Leuten, sie subventionieren das Wachstum herbei. Die einzigen Erfolge, die es wirtschaftlich gibt, die Sie hier immer wieder propagieren, haben ja eher mit Milliardensubventionen zu tun. Das ist, wenn überhaupt, Souveränitätspolitik, aber nicht Wirtschaftspolitik. Nur ist Ihre Art von subventioniertem Wachstum spätestens mit dem Verfassungsgerichtsurteil vorbei. Ein weiteres Märchen, das Sie seit 2 Jahren den Deutschen erzählen und eben nicht sich erfüllt. Und die wenigen Male, Herr Minister, wo Sie hier im Bundestag überhaupt mal zur Wirtschaftspolitik reden, in diesem Jahr übrigens exakt 2 Mal grundsätzlich zur Wirtschaftspolitik mitten in der Rezession gesprochen, die wenigen Male, wo Sie das tun, reden Sie über eine konjunkturelle Delle. Wir haben keine konjunkturelle Delle. Der Standort Deutschland hat strukturelle Probleme grundsätzlicher Art. Sie scheitern schon an der Bestandsaufnahme, und das ist das Problem Ihrer Wirtschaftspolitik. Das Problem ist auch die grundsätzliche Denke nach dem Motto, wenn sich etwas bewegt, wenn etwas vorangeht, dann wird es besteuert. Wenn sich es dann immer noch bewegt, dann wird es reguliert. Und wenn es sich dann nicht mehr bewegt, dann wird es subventioniert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie es einfach bei der Bürokratie und bei den Steuern. Geben Sie den Unternehmen die Freiheit, die sie brauchen, um zu investieren. Das muss nicht der Staat machen. Dann können Sie sich auch viele Milliarden im Haushalt sparen. Das ist der Unterschied in der Wirtschaftspolitik. Es braucht eine Wirtschaftswende, die vor allem angesichts der Haushaltslage auf Maßnahmen setzt, die erstmal nichts kosten.
Erstes Thema Freihandel, über den wir hier gestern diskutiert haben. Nächste Woche ist der brasilianische Präsident hier in Berlin. Sie haben nächste Woche die Chance, ohne dass es irgendwas kostet, mit dem Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika was zu tun für Wachstum in Deutschland. Bitte machen Sie das, Herr Wirtschaftsminister. Alles andere wäre ein historisches Versagen. Lieber Kollege Spahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Felix Banatschak. Felix Banatschak von den Bündnisgrünen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Spahn, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich erwarte nicht, dass Sie den Grünen glauben bei dem, was wirtschaftspolitisch zu tun ist. Ich würde Sie aber bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass ja so grünideologische Akteure wie der BDI-Chef oder die Vorstandsvorsitzenden zentraler industrieller Unternehmen wie ThyssenKrupp Steel oder BASF oder anderer, von denen Sie anscheinend glauben, dass es die in Deutschland nicht mehr braucht, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts den Wunsch formuliert haben, dass es das Anliegen aller und eben nicht nur der Grünen und nicht nur des Bundeswirtschaftsministers ist, die Investitionen sicherzustellen, die durch das Urteil gerade in Frage stehen. Deswegen frage ich Sie ganz konkret, bleiben Sie bei der Position, dass es besser ist, die Ampel bekommt einen drauf und das Land gleich mit? Oder nehmen Sie die Verantwortung an, eine Lösung dafür herbeizuführen, dass die Probleme, die dieses Land hat, Sie haben von strukturellen Problemen gesprochen, da bin ich bei Ihnen. Und strukturelle Probleme können ja nicht in 2 Jahren entstehen, sondern die müssen längerfristig angelegt sein. Wollen Sie, dass diese strukturellen Probleme mit dem Staat gelöst werden, oder wollen Sie die Unternehmen dabei alleine lassen? Das ist die Frage, die müssen Sie beantworten, Herr Spahn. Lieber Herr Kollege Banaschak, es geht nicht darum, dass irgendwie die Ampel einen draufkriegt. Sie haben Verfassungsbruch mit Ansage betrieben. Sie haben das Grundgesetz gebrochen, obwohl alle Ihnen gesagt haben, dass das nicht geht. Spielen Sie das nicht immer runter, was Sie hier veranstaltet haben. Darauf haben Sie Ihre Koalition aufgebaut. Zum Zweiten, warum braucht die deutsche Industrie denn jetzt tatsächlich Unterstützung im energieintensiven Bereich? Das Problem ist doch, dass Sie zuerst einmal einen Großteil der günstigen deutschen Energieproduktion mitten in der Energiekrise vom Netz genommen haben. Das ist das Problem. Hätten Sie das nicht gemacht, müssten Sie da jetzt nicht Milliarden ausgeben. Und ein Drittes, ich bin noch nicht fertig, Herr Kollege, ein Drittes. Wir unterstützen die im KTF, im Klima- und Transformationsfonds vorgesehenen Maßnahmen für etwa Intel, für etwa TSMC, für etwa ThyssenKrupp. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Sie sich verweigern, Prioritäten zu setzen. Sie haben so viel Geld zur Verfügung wie noch nie. Ausgaben des Bundes 2019 357 Milliarden, 2023 476 Milliarden, plus 33%. Da ist nichts kaputt gespart. Sie sind unfähig, Schwerpunkte zu setzen. Das ist das Problem Ihrer Haushaltspolitik. Und wenn Sie den Schwerpunkt richtig setzen, können Sie auch entsprechende Unterstützung geben. Überhaupt kein Problem, wenn man will. Und ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wie man Wachstum auch ohne Kosten schaffen kann, beim Freihandel. Es gibt ein zweites Thema, wo Sie sogar Geld sparen können, um der Industrie zu helfen und beim Arbeitskräfteproblem helfen. Machen Sie beim Bürgergeld endlich wieder Anreize für Erwerbsfähige, dass sie Arbeit annehmen, wenn sie angeboten wird. Und Sie können nicht nur viel Geld sparen, Sie können auch beim Arbeitskräfteangebot einen Unterschied machen. Herr Spahn, es besteht noch ein Fragewunsch des Kollegen Autritsch. Herr Spahn, das Wunderbare ist ja, dass wir gemeinsam das Bürgergeld verhandelt haben. Und deswegen will ich da noch einmal darauf zurückkommen. Erinnern Sie sich daran, dass Sie hier im Bundestag beantragt haben, die Abstimmungen zu trennen, weil Sie ganz dezidiert nur über den Regelsatz abstimmen wollen, weil Sie das damals in der Krise gut fanden und nur dazu dezidiert positiv votieren wollten. Sie haben mit Ihrer Stimme genau das votiert, wogegen Sie jetzt wieder vorgehen. Und stimmt es aus Ihrer Sicht zweitens, dass wir Verhandlungen geführt haben und dass Sie dem Bürgergeld hier im Bundestag zugestimmt haben am Ende mit den Stimmen derjenigen im Vermittlungsausschuss, dass Sie mit den Bundesländern zugestimmt haben, dass das ein Gesetz ist, das exakt in dieser Form von Ihnen auf den Weg gebracht wurde? Und ist es schäbig, jetzt die ganze Zeit dagegen Stimmung zu machen? Das würde ich von Ihnen einmal gerne erfahren. Herr Kollege,
Herr Kollege Audretsch, ich würde generell empfehlen, mit Worten wie schäbig und anders vielleicht mal zu überlegen, welche Wortwahl Sie und andere hier gelegentlich in. Aber das ist Ihr. Ja, ich weiß. Sie wollen immer, dass alle vernünftig reden, nur selber achten Sie selten drauf. Aber unabhängig davon, weil ich dabei war im Vermittlungsausschuss in der Arbeitsgruppe, kann ich Ihnen eines sagen. Wir haben Ihnen von vorne herein gesagt, dass wenn in den ersten 12 Monaten die Mietkosten übernommen werden für Bürgergeldempfänger, egal wie hoch sie sind, dass die Kosten durch die Decke gehen werden, weil Vermieterinnen und Vermieter auch genau das. Wir haben es Ihnen vorhergesagt. Wir haben es Ihnen vorhergesagt. Sie wollten es nicht hören. Wir haben Ihnen vorhergesagt, Herr Kollege, dass wenn Sie bei Erwerbsfähigen, wir reden über Erwerbsfähige, wer nicht arbeiten kann wegen Erkrankung, Behinderung, schwierige Lebensphase, kann meinetwegen auch eine Erhöhung kriegen. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Wir reden von über 3 Millionen Erwerbsfähigen. In einer Zeit, wo bei mir im Münsterland im Dorf die Kneipen zumachen, weil sie keinen Spüler mehr finden, einfachste Arbeitskräfte fehlen auf dem Arbeitsmarkt. In einer solchen Zeit haben wir Ihnen gesagt, wenn Sie die Sanktionen reduzieren, wenn Sie den Druck dahin, dass man angebotene Arbeit auch annehmen muss, wenn ein Erwerbsfähiger eine Arbeit angeboten bekommt und sie nicht annimmt, muss das stärkere Konsequenzen haben. Das haben wir Ihnen gesagt. Das haben wir Ihnen gesagt. Sie wollten nicht hören. Und heute sehen wir genau das auf dem Arbeitsmarkt, was wir sehen. Der Anreiz, Arbeit aufzunehmen, ist nicht da, wie er sein sollte. Und diejenigen, die den ganzen Laden finanzieren, die zum Teil niedrige Löhne haben, Steuern zahlen, die das Ganze bezahlen für andere, die Arbeit nicht annehmen, die haben so einen Frust. Und das ist Erfolge Ihrer Politik, Herr Kollege. Das kann ich Ihnen sagen. Und ja, zu diesen kostenlosen Wachstumsmaßnahmen gehört dann auch der Bürokratieabbau. Und der Normenkontrollrat hat sehr klar gesagt, was, und Sie haben ja, Herr Kollege, darauf hingewiesen, im letzten Jahr die größte Bürokratiebelastung war. Ja, das Heizungsgesetz. Herr Kollege Banaschak, one out is enough. Nehmen Sie das Heizungsgesetz zurück und helfen Sie der deutschen Wirtschaft und den Bürgerinnen und Bürgern beim Bürokratieabbau. Und ja, setzen Sie das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz aus. Es passt nicht in die Zeit. Ja, wir haben mitgestimmt, aber es passt nicht in die Zeit. Wir sind in der Rezession. Flexibilisieren Sie die Arbeitszeit. Auch das wäre Wachstum kostenlos. Und ein letztes, Herr Kollege Huben, zum Wachstumschancengesetz. Wir haben es Ihnen ja hier schon gesagt. In diesem Wachstumschancengesetz, es hat ja einen schönen Namen, erhöhen Sie mitten im Winter, früher als geplant, die Gasmehrwertsteuer für Millionen Haushalte in Deutschland. Sie werden erhöhen für Zehntausende Betriebe in Deutschland die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, mitten in einer Zeit mit hoher Inflation. Es wird zu Pleiten führen in diesem Bereich. Sie haben Steuergestaltung anzeigepflichtig gemacht. Das führt zu mehr Bürokratie. Ihr Wachstumschancengesetz ist den Namen nicht wert. Und deswegen haben wir nicht zugestimmt, Herr Kollege Huben. Darum geht es. Esra Limbacher für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zu dem Antrag zurück, den Sie ja eingebracht haben, aber offensichtlich heute nicht besprechen wollen. Allein in den letzten Wochen durften wir hier im Hohen Hause mehr als 4-mal über Bürokratieabbau diskutieren. Frei nach dem Motto, es ist schon alles gesagt, aber eben offenbar nicht von jedem. Darunter war auch ein Antrag der Unionsfraktion in der vorletzten Sitzungswoche. Warum also jetzt ein nächster, ein eigentlich abgesetzter und neu aufgesetzter Tagesordnungspunkt in dieser Form diesen Unionsantrag zu diesem Antrag, zu diesem Thema kommt, kann man sich sicherlich nur in Kompetenzgeränkel in Ihrer Fraktion erklären. Aber bei Ihnen weiß offenkundig die rechte Hand nicht, was die linke Hand macht. Und ausgerechnet Sie wollen uns erklären, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Danke. Aber nein, danke, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Wir kommen ganz gut auch alleine klar. Aber wenn Sie schon so reinrufen, was hat die Union, was haben Sie uns überhaupt beim Bürokratieabbau anzubieten? Hier vorne sitzt Julia Klöckner, hier vorne sitzt Jens Spahn. Beide haben heute
geredet, ehemalige Staatssekretäre, ehemalige Bundesminister. Sie haben ihr halbes Leben in Parlamenten und Regierungsämtern verbracht. Und man muss es so klar sagen, beim Bürokratieabbau null, aber auch rein gar nichts erreicht. Und Sie wollen uns erklären, wie es zu gehen hat. So funktioniert es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es setzt sich ja fort. Wir haben eine EU-Kommissionspräsidentin, die Funktionärin der CDU ist. Seit sie in diesem Amt ist und seit sie dieses Amt innehat, liebe Kolleginnen und Kollegen, seitdem ist die Bürokratieflut aus Brüssel eben nicht besser geworden, sondern schlimmer und schlimmer geworden. Das ist die Realität, mit der Sie sich mal in der Union beschäftigen sollten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder noch besser, ich habe es gerade eben während der Rede von Jens Spahn im Internet gelesen, Friedrich Merz schreibt in seinem Wahlkreis im Hochsauerlandkreis, Klimaschutz scheitert an der Ampelbürokratie. Nein, Klimaschutz scheitert nicht an der Ampelbürokratie, Klimaschutz scheitert an der Unionsnostalgie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Daran scheitert es nun. Aber es wird ja wirklich nicht besser. Es droht an unterschiedlicher Stelle noch mehr Bürokratie auf Bürgerinnen und Bürger, aber vor allen Dingen auf die Unternehmen zuzukommen. Wir wissen schon jetzt, dass insbesondere kleine Mittelständler, die eigentlich vom Lieferkettengesetz ja nicht umfasst werden sollten, das Sie, liebe Kollegen von der Union, auf den Weg gebracht haben, dass genau die von den Berichtspflichten mit denen Schwierigkeiten haben. Genau das wissen wir. Und genau in so einem Moment plant die Europäische Union ein neues europäisches Lieferkettengesetz, das noch mal weitergehen soll als das, was Sie beschlossen haben. In so einer wirtschaftlichen Lage, ich persönlich finde das nicht besonders klug. Ich finde, wenn Sie schon was tun wollen, wenn das alles, was Sie hier heute gesagt haben, wenn das alles ernst gemeint sein soll, reden Sie mit Ihrer Parteifreundin von der Leyen in Brüssel. Das würde tausendmal mehr helfen, als Ihre Anträge hier zu diskutieren zu lassen, ohne jedes Ergebnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stattdessen schmeißen Sie mir und uns hier nichtssagende, unvollständige und man muss es leider sagen, überholte Anträge vor die Füße. Ich zitiere mal aus Ihrem Antrag. Wichtig ist ein Gesamtpaket an Maßnahmen, das insbesondere in Gesetzen mehr Möglichkeit für Experimentierräume geschaffen werden. Vielen Dank. Ich bin mal so frei und frage Sie, was um alles in der Welt sollen wir denn mit solchen nichtssagenden Formulierungen, mit solchen Anträgen anders anfangen, als gleich wieder zur Seite zu legen? Sie haben es ja noch nicht mal hier erwähnt. Bei allem Respekt vor Ihren Experimentierräumen, jetzt ist keine Zeit für Experimente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist endlich Zeit zu handeln. Und genau das tun wir in dieser Koalition. Glücklicherweise geht das, wir merken es ja auch ohne Sie. Zum ersten Mal beschäftigt sich eine Koalition, eine Bundesregierung wirklich mit Bürokratieabbau, wirklich mit Verfahrensbeschleunigung und will noch zum Ende auf ein wichtiges Thema zu sprechen zu kommen, weil unser Bundeswirtschaftsminister da ist. Es ist ein großes Problem, nämlich die Berichtspflichten für unsere Wirtschaft. Allein in der Zuständigkeit des Bundes sind es allein 12.000 Berichtspflichten. Es ist klar, hier ist etwas aus dem Ruder gelaufen und wir müssen das ändern. Deswegen ist es gut, dass das Bundeswirtschaftsministerium Maßnahmenpaket schnüren will, mit über 140 Maßnahmen, um diese Berichtspflichten zu streichen, zu verschlanken, zu digitalisieren und zu bündeln. Das ist richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme zum Schluss. Hilfreich sind Handlungen, hilfreich ist Machen, wenig hilfreich sind unnötige Reden, wie die, wie wir heute gehört haben, und Anträge. Ich bin persönlich fürs Machen. Herzlichen Dank. Esra Limbacher war das für die SPD. Enrico Comming ist einer der parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion und hat jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollegen, Wirtschaftsstandort Deutschland ist so ein bisschen irreführend, der Titel. Natürlich ist Entbürokratisierung wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber wir wollen ja hier heute über Bürokratisierung reden. Und Herr Banaschak, ich hätte ja nie gedacht, dass ich Ihnen mal zustimmen würde, weil Ihre sonstigen Ansichten zur Wirtschaftspolitik sind ja doch etwas
sagen wir, verirrt. Aber das, was Sie heute hier gegenüber der Union in Ihrer Rede gesagt haben, kann ich nur unterstützen. Wir haben hier nämlich einen weiteren Alibi-Antrag einer Alibi-Oppositionsfraktion. Alibi, weil Sie hier, liebe Kollegen von der Union, Forderungen aufstellen, die die AfD-Bundestagsfraktion schon seit Jahren, im Übrigen auch schon zu Zeiten der Unionsregierung so oder so ähnlich erhebt, und Sie diese Forderungen aber in schöner Regelmäßigkeit ablehnen. Alibi, weil Sie es am Ende nicht ernst meinen, so wie Sie auch bei der Schuldenbremse vor Ihren eigenen transgrünen Ministerpräsidenten einknicken werden. Alibi, weil Sie die eigentlichen Hauptprobleme deutscher Bürokratie in Ihrem Antrag mit keinem Wort erwähnen, geschweige denn angehen. Und Alibi, weil Sie mit Ihrer Union größtenteils an dem ganzen Bürokratieunsinn selbst schuld sind. Es muss Schluss sein mit Worthülsen, es ist Zeit für Taten. So viel Dreistigkeit, meine Damen und Herren, muss man erst mal an den Tag legen. Da beschweren Sie sich gleich im zweiten Satz Ihres Antrages über den Bürokratieaufwuchs für die Wirtschaft um mehr als 10 Milliarden im Zeitraum 2021-22. Die Wahrheit ist doch, dass allein 4 Milliarden davon auf Bürokratie des Ganztagsförderungsgesetzes zurückgeht. Das ist Ihr Gesetz aus der letzten Legislaturperiode. Die Wahrheit ist auch, dass die anderen 6 Milliarden durch Bürokratie infolge der Erhöhung des Mindestlohns verursacht wurden, einer Erhöhung, bei der Sie sich immerhin enthalten haben. Na, meine Damen und Herren von der Union, in Sachen Entbürokratisierung sind Sie schlichtweg nicht glaubwürdig. Die aktuellen Bürokratiemonster der Ampelkatastrophe erwähnen Sie in Ihrem Antrag nicht einmal. Das Lieferkettengesetz, eine Katastrophe für den Mittelstand, muss weg. Das Energieeffizienzgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, alles grün-ideologischer Unsinn ohne Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft, geschweige denn fürs Klima, müssen weg. Das, meine Damen und Herren, das wäre tatsächlich Bürokratieabbau. Aber Sie tragen doch den ganzen ökosozialistischen Transformationsquatsch mit. Friedrich Merz hat es am Dienstag doch noch mal extra hervorgehoben. Die Union hat mehr als die Hälfte der Regierungsvorlagen im Bundestag in dieser Wahlperiode zugestimmt. Und da wundern Sie sich ernsthaft, dass Sie kaum noch als Opposition wahrgenommen werden und dass Deutschland im Chaos versinkt. Wir stimmen Ihrem Antrag zu, weil er besser ist als nichts. Noch besser wäre es, Sie würden es mit der Entbürokratisierung ernst meinen und unserem Antrag auch zustimmen. Dann wäre diesem Land geholfen. Vielen Dank. Der Antrag der Unionsfraktion wird hier nachher zur Abstimmung gebracht und die AfD wird mit der Union stimmen. Thorsten Lieb jetzt für die FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer es mit Bürokratie ernst meint, mit Bürokratieabbau, muss endlich mit denjenigen reden, die von Bürokratie unmittelbar betroffen sind, nämlich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Land, die ächzen unter Bürokratielasten und die nicht Sehnsüchtige erwarten als endlich Schutz für Bürokratie. Und dann kommen, wenn man diese Gespräche führt, auch gute Anträge raus und nicht ein solches Sammelsurium wie das, was Sie hier vorgelegt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nämlich genau diese konkreten Gespräche führt diese Bundesregierung. Genau deshalb hat es die Verbändeabfrage gegeben, initiiert vom Bundesministerium der Justiz. Und genau daraus sind diese schon erwähnten 442 konkreten Vorschläge ergangen. Und jetzt, genau, danke für die Frage, denn die Antwort kommt natürlich sofort. Und genau dazu wird noch in diesem Jahr, noch 4 Wochen, das ist ja nicht mehr so lang, also freuen Sie sich auf Weihnachten, Herr Kollege Spahn, wird noch in diesem Jahr der konkrete Referentenentwurf dazu vorgelegt werden, wie wir das konkret umsetzen. Und dafür wird es in der Tat höchste Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das vorangeht. Aber um es klar zu sagen, reicht das, liebe Kolleginnen und Kollegen, reicht uns das als Koalition? Nein, das reicht uns natürlich noch nicht. Das ist ein Anfang, das ist ein wichtiger Anfang und das ist ein notwendiger neuer Weg zu endlich effektiven Bürokratieabbau in diesem Land. Es ist nötiger denn je. Es geht weit über das hinaus, was Sie an durchaus sehr sinnvollen Vorschlägen gemacht haben. Was braucht es dazu? Was braucht es dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen? Es braucht einen echten Paradigmenwechsel und einen grundlegend neuen Ansatz in diesem Land, wie wir mit Bürokratie und mit Aufwand umgehen.
nämlich einen Ansatz, der nicht geprägt ist von einem Misstrauen gegenüber den Adressaten von Bürokratie, sondern geprägt ist von einer Partnerschaft, gemeinsam die Ziele, die wir hier als Gesetzgeber festlegen, auch sinnvoll umzusetzen. Und da brauchen wir zum Beispiel nicht diese Berge von Berichtspflichten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da müssen wir auch selbstkritisch hier in diesem Hause damit umgehen, denn über die verschiedenen Jahre, Jahrzehnte haben hier sehr, sehr viele Verantwortung getragen und miteinander dazu beigetragen, dass diese enormen Bürokratielasten entstanden sind in diesem Land. Und damit muss jetzt endlich Schluss sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wird höchste Zeit. Wir wissen ja aus Erfahrung zum Beispiel, dass es oft ein einfacher Ausweg ist, mal noch eine Berichtspflicht irgendwo reinzuschreiben, wenn man sich über das konkrete Ziel nicht einig ist in irgendeiner Gesetzgebungsmaßnahme. Und da geht die Europäische Union sehr, sehr oft mit leider schlechtem Beispiel voran. Und deswegen ist es so begrüßenswert, dass wir nicht nur als Koalition hier liefern im Deutschen Bundestag, sondern eben auch die Initiative auf europäischer Ebene gestartet haben, auch in der Europäischen Union dafür zu sorgen, dass Bürokratielasten endlich wirksam abgebaut werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für einen handlungsfähigen Staat, so sehe ich das jedenfalls, braucht es eine zurückhaltende Bürokratie und keine übergriffige Bürokratie. Eine, die verlässlich ist, und ein ganz zentraler Bestandteil ist dabei Digitalisierung. Zwei kleine Beispiele, wo das vielleicht besonders greifbar ist. Die Unternehmen in diesem Land digitalisieren. Sie digitalisieren zum Beispiel im Bereich ihrer Arbeitsverträge. Und jetzt kommt der Gesetzgeber daher und legt allen Ernstes fest, und da müssen wir noch mal ran, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass jede Arbeitsvertragsänderung wieder schriftlich niedergelegt worden ist. Das ist das Gegenteil von Bürokratieabbau, das ist Bürokratieaufbau. Zweites Beispiel, die wunderbare A1-Bescheinigung auf europäischer Ebene für die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Eigentlich gemeinsame europäische Regelung. Alle Mitgliedstaaten setzen es unterschiedlich um, teils noch analog, teils digital. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das muss enden. Da braucht es eine gemeinsame, digitale, sinnvolle Lösung. Und dann kommen wir da auch voran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Freie Demokraten glauben an den mündigen Bürger und den eigenverantwortlichen Bürger. Und von diesem Ansatz brauchen wir mehr. Mut zur Lücke hat das einer der Sachverständigen formuliert in der öffentlichen Anhörung. Ich finde das einen guten Ansatz, den sollten wir vorführen. Es braucht jetzt diesen neuen Ansatz, es braucht diesen offenen Dialog. Dafür werben wir als Ampelkoalition und deswegen lehnen wir diesen Antrag selbstverständlich ab. Vielen Dank. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort Hans-Jörg Durz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Huber hat kritisiert, dass der Antrag, über den wir heute debattieren, 226 Tage alt ist. Zu konkreten Maßnahmen hören wir allerdings nur, ist auf dem Weg. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Das heißt, es ist nichts konkret bis dato umgesetzt seit mehr als 226 Tagen. Und es zeigt, wie wichtig das ist, dass wir das immer wieder auf die Tagesordnung setzen, dieses Thema. Jetzt mögen in dem in Arbeit sich befindlichen Bürokratieentlastungsgesetz ja durchaus gute Ansätze stehen. Auch bei Planungsbeschleunigung soll ja etwas angegangen werden. Aber wir müssen das Thema schon viel grundsätzlicher angehen. Denn all diese Forderungen, die beziehen sich auf Bürokratie, die schon existiert. Die ist kleinteilig und schwer dann tatsächlich wieder wegzubekommen, weil es für alles ja immer irgendwelche guten Begründungen gibt, warum man Bürokratie aufbaut. Es ist aber die Summe an Vorgaben, die Unternehmen und Bürger in unserem Land schlicht überfordert, die keiner mehr bewältigen kann, die dieses Land lähmt und Wachstum bremst. Deshalb, wir müssen verhindern, dass immer wieder neue zusätzliche Bürokratie aufgebaut wird. Denn wenn wir sie erst mal haben, dann wuchert sie, dann sieht man vor lauter Paragraphen und Verordnungen gar nicht mehr die Wurzel dieses Übels. Und deswegen brauchen wir drei Dinge. Erstens, versehen Sie Gesetze in allen Bereichen und dauerhaft mit einem effektiven Praxischeck. Und damit meine ich nicht nur, wie es vorher angeklungen ist, die Abstimmung mit Verbänden. Nein, gehen Sie konkret in die Unternehmen, sprechen Sie mit den Unternehmern,
Die Juristen, die sich eine Regelung ausdenken, müssen in die Rolle von Unternehmen und Bürger schlüpfen, um aus dieser Perspektive heraus die Regelungen beurteilen, ob es überhaupt Sinn macht, die anzugehen oder nicht. Deutschlands Regierungsbeamte müssen raus aus den Amtsstuben und rein in die Realität. Zweitens, wir müssen dem Aufblähen des Staates entschieden entgegentreten und brauchen eine schlanke Verwaltung. Die Ampel hat bis zum heutigen Tag 10.000 zusätzliche Stellen geschaffen. Doch mehr Beamte bedeutet auch mehr Bürokratie. Dazu braucht es natürlich nicht nur weniger Stellenaufbau, sondern es braucht auch Technologie. Österreich macht es übrigens ganz gut, wie man auch in einem föderalen System Digitalisierung in der Verwaltung ganz gut umsetzen kann. Nehmen Sie sich ein Beispiel daran. Aber vor allem blähen Sie den Staat nicht immer weiter auf. Und drittens, Sie müssen den Menschen mehr vertrauen. Trauen Sie den Unternehmen in diesem Land etwas zu. Wir erleben es im Bundestag in jeder Sitzungswoche, dass sie leider von einer anderen Denkweise, von einem anderen Staatsverständnis geprägt sind. Sie wollen jedem alles bis in den Heizungskeller vorschreiben. Und das Ergebnis ist der höchste jemals in Deutschland gemessene Erfüllungsaufwand für Unternehmen. Und zwar nicht nur gefühlt, sondern es ist mehrfach angeklungen, vom Normenkontrollrat offiziell festgestellt. Vertrauen Sie den Menschen. Echten Praxischeck, schlanke digitale Verwaltung und deutlich mehr Vertrauen in die Menschen und Unternehmen vor Ort. Wir brauchen also einen Politikwechsel, damit zusätzliche Bürokratie erst gar nicht entsteht und Deutschland wieder zukunftsfähig wird. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Alexander Bartz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Vor rund 3 Wochen habe ich an dieser Stelle gestanden und durfte zu einem ähnlichen AfD-Antrag sprechen. 2 Dinge möchte ich Ihnen, liebe Union, jetzt zu Beginn erst mal zugute halten. Erstens, Ihr Antrag ist durchaus ein Stückchen gehaltvoller als der der AfD von vor 3 Wochen. Und zweitens, Sie haben darin in einer Sache vollkommen recht. Bürokratie ist eine Daueraufgabe. Das gilt sowohl für diese Ampel als auch für alle anderen Regierungsbeteiligten. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied in dieser Sache. Diese Bundesregierung denkt beim Bürokratieabbau nicht einfach nur von 12 bis Mittag, sondern wir nehmen zukünftige Generationen in den Blick und wir entscheiden mit Weitsicht. Ich gebe Ihnen hierzu gerne ein konkretes Beispiel. Sie nennen die zwischen 2021 und 2022 gestiegenen Bürokratiekosten in Ihrem Antrag als Argument. Das hat der Nationale Normenkontrollrat, der heute ja schon häufig erwähnt wurde und den Sie gerne zitieren, in seinem damaligen Jahresbericht richtigerweise festgestellt. Schauen wir aber mal auf den aktuellen Bericht, der sich auf das zurückliegende Jahr bezieht, dann sehen wir Folgendes. Ein großer Kostentreiber war hier zwar das Gebäudeenergiegesetz, das stimmt, aber mit diesem Gesetz steht auch ein großer Nutzen in Zusammenhang. Und das sagt nicht nur ich, das sagt auch der Zentrale Normenkontrollrat. Das müssen Sie an dieser Stelle dann ebenfalls auch sagen. Und das ist der springende Punkt, der uns eben auch von Ihnen unterscheidet. Wenn Sie regieren würden, dann würden Sie die Füße unter den Tisch stellen und die Wirtschaft langsam kaputt sparen. Die Ampel packt die Herausforderung an und investiert in die Zukunft von diesem Land. Von solchen Stammtischparolen, wie wir sie heute ganz häufig gehört haben, lassen wir uns dabei nämlich nicht verunsichern. Wir schaffen die Fakten. Den Abbau von überflüssiger Bürokratie, den die Ampel längst aktiv angegangen ist, den leben wir auch. Sowohl das Bürokratieentlastungsgesetz als auch das Wachstumschancengesetz, das werden dabei helfen, diesen Prozess und diese Prozesse zu vereinfachen. Weiter sorgen wir dafür, dass Genehmigungsverfahren in Zukunft weniger kompliziert und vor allem schneller ablaufen. Das sind Neuerungen, die von der Wirtschaft ganz konkret profitabel gesehen werden. Wir schaffen damit mehr Planungssicherheit und sagen dem Stillstand nachhaltig den Kampf an.
Und natürlich, so viel muss man sagen, und da muss man auch ehrlich sein, das wird uns zwangsläufig nicht vor neuen Regeln, das wird zwangsläufig zu neuen Regelungen führen. Und das wird auch erstmal einen zukünftigen Anstieg von Bürokratie mit sich bringen. Diese Bürokratie hilft uns aber dabei, der Lage Herr zu werden. Und Untätigkeit von Ihnen tut das nicht. Wir müssen nämlich Prioritäten setzen. Wir müssen kämpfen, wir müssen anpacken. Und wir müssen die Wirtschaft nicht dauerhaft kaputtreden, wie das hier von der rechten Seite permanent und in einer Tour getan wird. Meine Damen und Herren, Bürokratieabbau wird uns nicht über Nacht gelingen. Die neuen Maßnahmen müssen anfangen, wirken zu können. Die Behörden und Unternehmen müssen sich und ihre Verfahren gewöhnen, brauchen Zeit dafür. Wir müssen deshalb eng mit den Ländern zusammenarbeiten, um bedarfsgerechte Entscheidungen treffen zu können. Ich weise Sie an dieser Stelle gerne noch einmal an die letzte Ministerkonferenz, auf die letzte Ministerpräsidentenkonferenz hin. Hier wurde mit dem Deutschlandpakt Maßnahmen vereinbart, welche viele Prozesse vor Ort vereinfachen und schneller machen werden. Hierbei haben alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mitgewirkt und auch die von der Union. Und kurze Zeit später stellen Sie sich dann hin wie das Fähnchen im Wind und reden wieder alles schlecht. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Und wie wir am vergangenen Dienstag von Herrn Merz gelernt haben, werden Entscheidungen in den Augen der Union ja sowieso im Bundestag und nicht im Berliner Rathaus getroffen. Das sehen wir absolut anders. Politische Entscheidungen und somit auch der Bürokratieabbau können nur dann funktionieren, wenn alle politischen Entscheidungsträger zusammenarbeiten und das eben nicht nur hier im Deutschen Bundestag entschieden wird. Zum Abschluss möchte ich aber auf einen Ihrer Vorschläge dann doch explizit eingehen und diesen auch loben. Sie schlagen in Ihrem Antrag vor, die Minijobgrenze von 520 auf 600 Euro anzuheben, was an das Niveau und damit an die Erhöhung des Mindestlohns gekoppelt wäre. Solche sozialverträgliche Politik aus Ihrem Munde tut gut, und solche halten wir in den Ansätzen natürlich auch für unterstützenswert. In diesem Sinne vielen Dank dafür. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Miesbach-Kahn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eingehen auf Punkte, die noch nicht angesprochen worden sind heute, die im Antrag der Union stehen. Zuerst einmal, in Ihrem Antrag, liebe Union, wirkt es so, als würden wir als Staat mit Lust und Laune in irgendeiner Form Verwaltungspersonal einstellen, wie wir gerne möchten, einfach nur um mehr Aufgaben zu haben und mehr Verordnungen zu entlasten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Danke, dass Sie noch mal bestätigt haben, dass das Ihre Perspektive ist. In den nächsten 10 Jahren scheiden 1,36 Millionen, das ist ein Viertel der Beschäftigten, aus dem öffentlichen Dienst aus. Schon heute fehlen Stand des Beamtenbundes und der Tarifunion mindestens 500.000 Beschäftigte. Das heißt, eine Bürokratiebremse kann keine sein, in der man sagt, na ja, für jedes Mal, wenn ein Beschäftigter kommt, muss ein anderer gehen. Das ist absoluter Nonsens. Und von daher kann ich an der Stelle sagen, dieser Nonsens, der ist zumindest für Sie schon zum Ziel geworden, bevor dieser Antrag zur Drucksache geworden ist. Und klar ist, natürlich muss der Staat als Arbeitgeber attraktiver sein. Dafür braucht es aber eine gut ausgestattete Verwaltung, und dann ist sie eben auch eine schnelle Verwaltung. Andere Punkte, die Sie angesprochen haben, waren neben dem Bürokratieabbau auch die Digitalisierung. Das Ganze wird natürlich ein bisschen zur Farce, wenn Sie kritisieren, was Sie selber jahrelang gemacht haben. Aber das ist halt manchmal so in der Opposition, und ich kann es an der Stelle tatsächlich auch gut nachvollziehen. Ich muss in Sachen OZG den Scherbenhaufen nämlich seit 2 Jahren aufräumen, den Sie fabriziert haben. Ich wäre an der Stelle aber ein bisschen nachsichtiger. Warum? Wir haben beispielsweise keine Evaluation. Die hätte ich gerne gehabt für das OZG 2.0. Habe ich aber nicht, weil Sie es nicht für nötig gehalten haben, vor 6 Jahren eine zu erarbeiten.
Oder wir haben den Normenkontrollrat, der von einem Rechtsanspruch spricht, auch für digitale Verwaltung. Haben wir nicht, hätten wir gerne gehabt, haben Sie 2017 nicht umgesetzt. Oder der Bundesrechnungshof, der sagt, das alte OZG ist ein Milliardengrab. Wieso? Weil es vor allem ein Konjunkturprogramm war für milliardenschwere Beratungsfirmen und für Lizenzträger. Und wir hatten die CSU nicht vor langem hier, die sich gefreut hat, dass sie an der Stelle der Digitalisierungsvorreiter ist. Warum ist das so? Weil es nach ihren Regelungen reicht, wenn in einer einzigen Kommune im Land eine Verwaltungsleistung online ist. Das ist für uns nicht genug, das reicht uns nicht. Und deshalb packen wir an dieser Stelle noch mal neu an. Wir haben im OZG 2.0 die großen Schrauben, die wir drehen, und die wichtigen Schrauben, die wir drehen, damit es für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver wird, aber auch damit es für die Verwaltung einfacher ist. Wir wollen die Nutzerfreundlichkeit erhöhen, wir wollen Open Source in den Vordergrund stellen, wir möchten den Datenschutz gleichzeitig hochhalten und wir wollen vor allem eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Auch die wird dafür sorgen, dass es in der Verwaltung einfacher und schneller geht. Aber all das braucht seine Zeit, und ganz zum Schluss vielleicht noch der Punkt. Wir sitzen hier natürlich in einer Situation, wo Sie uns kritisieren. Das ist auch Ihr Job als Ampel. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir im gleichen Boot sitzen. Weil wir haben 9 Landesregierungen und 7 MinisterpräsidentInnen. Der Bürgermeister, den zähle ich jetzt einfach mal dazu. Präsidentin. So, genau, das stimmt. Also, kommen Sie bitte zum Schluss. Wir sitzen im selben Boot, und von daher, es ist auch etwas, was wir gemeinsam machen müssen. Und daran müssen wir uns auch messen lassen, sonst funktioniert es nicht. Dankeschön. Mies Bakan war das für die Bündnisgrünen. Der Bundestag debattiert einen Antrag der Union zum Bürokratieabbau. Klaus-Peter Wildsch hat jetzt für die CDU-CSU das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürokratie- und überregulierungsgestresste Mitbürger, das ist eine Debatte, die immer wieder geführt werden muss hier. Es ist ja richtig gesagt worden, das ist eine Daueraufgabe, und Herr Huben, wir haben doch gezeigt beim Registermodernisierungsgesetz, wie konstruktive Oppositionsarbeit geht. Sie haben was vorgelegt, was wir für richtig gehalten haben. Wir haben es noch verbessert, indem wir dafür gesorgt haben, dass per Verordnungsermächtigung auch die vergessenen Register noch nachgeführt werden können. Und so muss das natürlich, so kann das funktionieren. Insofern hätten wir das bereinigen können. Aber man weiß ja nie, wann man drankommt mit dem Antrag hier. Sie verschleppen die Debatten ja immer wieder. Ich will kurz auf Herrn Rohloff eingehen. Ihm ist vor allen Dingen eingefallen, ein bisschen das Verfassungsgericht und die Opposition zu beschimpfen mit seiner Philippika gegen die Schuldenbremse. Ich warne. Wir haben in Hessen da die nicht nur Umfragen, sondern wir haben eine Urerhebung gemacht. Wir haben 2011 die Schuldenbremse in die Landesverfassung aufgenommen. Das geht in Hessen nur per Volksabstimmung. Da haben 70% der Hessen dafür gestimmt. Da dürften noch Sozis drunter gewesen sein. Ein paar gibt es ja noch bei uns. Und bei mir im Wahlkreis waren es sogar 75%, die zugestimmt haben. Das ist ein Thema, was die Leute anfasst. Die wollen, dass der Staat sich bescheidet, dass er zurechtkommt. Wir haben im nächsten Jahr 1 Billion Steuereinnahmen in Deutschland. Und wir erzählen ständig, wir brauchen mehr Geld. Wir müssen priorisieren. Wenn das Geld alle ist, hört Politik auf. Da muss man Haushaltspolitik machen. Aber jetzt noch mal hier zum Thema. Ist ja inzwischen auch der Minister eingetroffen? Nö. Der war da. Doch, da ist er ja. Genau. Ich darf ihn kurz zitieren. Teile der deutschen Wirtschaft leiden sogar unter einem Bürokratie-Burnout. Sie sind so erschöpft von all den Regelungen aus Europa, Bund und Land, dass sie sich kaum noch auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Richtig. Herr Strasser war die Woche auf einem Kongress der Familienunternehmer. Da hat er gesagt, das ist ein kostenloses Konjunkturprogramm, wenn wir da endlich vorwärts kommen. Auch richtig. Aber da muss man auch aus dem Puschen kommen und muss was tun. Bis jetzt ist da eben wenig zu sehen. Den Kollegen Limbacher will ich auch noch kurz adressieren. Das ist, schreibe ich jetzt Ihrer Jugend zu, denn Sie waren ja nicht dabei, als wir mit der SPD zusammen regiert haben. Das war sehr mühsam, Bürokratieabbau in dieser Zeit. Aber immerhin haben wir zum 01.01.2020 eine dauerhafte Entlastung von 1,1 Milliarden mit dem BEG 3 hingebracht. Sie haben in der Zeit, jetzt wo Sie regieren, plus 9,7 und nochmal plus 6,7 Milliarden Belastung der Wirtschaft auferlegt.
Das ist die Wirklichkeit, der Sie sich stellen müssen und mit der Sie zurechtkommen müssen. Und ich glaube gleichwohl, dass es sehr schwer ist. Ich leide so ein bisschen mit der FDP, das will ich ja mal sagen. Die sind ja in dieser grundsätzlichen Frage Umgang mit der Wirtschaft, zumindest in ihrem verbalen Vortrag, ganz vernünftig. Heute stehen sie meistens nur Schmiere. Aber die anderen beiden Koalitionspartner, die haben in ihrer Sicht auf die Welt strukturelle Defizite, die sie eigentlich daran hindern, Bürokratie abzubauen. Das ist bei den Sozis das tiefe Misstrauen gegen alle Unternehmer. Jeder Unternehmer will nur Mitarbeiter ausbeuten und Gesetze brechen und Steuern hinterziehen. Das ist der Grundansatz, mit dem Sie an diese Themen rangehen. Und bei den Grünen ist es der Umerziehungswahn. Sie wissen ja alles besser. Wenn man alles besser weiß, dann muss man natürlich die Leute irgendwie in Ketten legen, in Leitschnüre binden. Und das ist der Grund, warum Sie nicht vorwärts kommen bei diesem Thema. Wir geben die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Das wissen wir alle miteinander. Wenn Sie noch ein bisschen mehr ankommen in der Wirklichkeit endlich hier, dann geht vielleicht mal was. Aber wir erwarten dringend, dass nicht nur Eckpunkte kommen, sondern Regierungsgesetzesentwürfe. Danke sehr. So, Klaus-Peter Wilsch war das für die Unionsfraktion. Und letzte Rednerin hier zu diesem Tagesordnungspunkt wird Zander Martens sein für die Sozialdemokraten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien. Weil Bürokratie Menschen so unfassbar nervt, Unternehmen reale wirtschaftliche Nachteile bringt und den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet, beschäftigen wir uns schon wieder mit dem Abbau von bürokratischen Hürden und Hemmnissen. Aber wir müssen auch unbedingt der Frage nachgehen, wie es dann überhaupt dazu kam, dass wir die Bürokratie erst aufgebaut haben. Die Bürokratie wuchert doch nicht von alleine. Das macht die Politik, der Gesetzgeber. Haben denn unsere Vorgängerinnen es nicht gemerkt? Offensichtlich nicht. Und es ist kein Wunder, wenn man sich genauer anschaut, wie unsere Gesetze entstehen. Wir denken nämlich in Vorschriften, in Regeln, die einzuhalten sind, und nicht in Ergebnissen, die wir erzielen wollen. Aus diesem Grund haben wir den Bürokratieaufbau nicht verhindert und wir werden auch den Abbau nicht schaffen, solange wir nicht konsequent umdenken in Richtung ergebnisorientierten Handelns. Den Staat mit einem Unternehmen zu vergleichen, ist meistens falsch. Aber hier passt der Vergleich ausnahmsweise. Der Staat, der Gesetzgeber, also wir, haben die Vorschriften, die einzuhaltenden Regeln im Blick, während jedes gut geführte Unternehmen kunden- und ergebnisorientiert arbeitet. Genau deshalb helfen uns auch die Forderungen der Union in ihrem Antrag nicht beim notwendigen Bürokratieabbau. Hier mal eine Frist kürzen, da einen Schwellenwert senken, einzelne Arbeits- und Verbraucherrechte schleifen, hier mal eine Bescheinigung weglassen, da ein Antragsverfahren digitalisieren. Wir werden das Problem nicht lösen, indem wir einige Vorschriften aus unseren Gesetzen löschen. Denn generell hat jede Vorschrift, mag sie auch noch so bürokratisch sein, schließlich ein Ziel, was damit erreicht werden soll. Das klingt vielleicht merkwürdig angesichts der schieren Masse an Gesetzen und vor dem Hintergrund, dass wir über zu viel Bürokratie klagen, aber es ist so. Der Gesetzgeber hat sich überlegt, wie sich der erwünschte Zustand erreichen lässt, und dann hat er eine Vorschrift beschlossen. Dann übergibt die Politik das Ganze an die Verwaltung im Vertrauen darauf, dass diese Vorschrift ein bestimmtes Handeln bewirkt, das am Ende zum erwünschten politischen Ziel führt. Die Verwaltung selbst denkt und handelt aber auch nicht ergebnisorientiert. Sie gleicht die Realität mit der Vorschrift ab. Vorschrift eingehalten? Richtig. Gegen Vorschrift verstoßen? Falsch. Es wird gefragt, ob die Vorschrift eingehalten ist und nicht, ob das Ergebnis erreicht ist. Und so sind eben viele Ergebnisse letztlich nicht erreichbar. Solange wir unsere Gesetze nicht bis zum Ende in Ergebnissen denken, werden wir keinen Bürokratieabbau schaffen. Es kann nicht gelingen. Es ist noch nie gelungen, sonst würden wir kein viertes Bürokratieentlastungsgesetz brauchen. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Kunden, sie denken vom Ergebnis her. Sie interessieren die Hintergründe der Verfahren nicht. So genau wollen sie sich gar nicht damit befassen. Sie interessieren sich nicht für die Abläufe, mit denen sich Behörden herumschlagen, sondern für die Ergebnisse. Neuer Wohnort oder ein Gewerbe angemeldet, Wohngeld oder Fördermittel auf dem Konto und so weiter. Spätestens jetzt beim vierten Bürokratieentlastungsgesetz müssen wir unbedingt ergebnisorientiert denken und ganze Verfahren anpacken, statt hier und dort an einigen Vorschriften herumzudoktern. Die Verwaltung, die Menschen, die dort arbeiten, können sich noch so viel Mühe geben.
Sie wird niemals bürgernah sein, solange wir die Perspektive der Bürger ignorieren. Ich hoffe sehr, dass der Entwurf des vierten Bürokratieentlastungsgesetzes, den uns das Bundesjustizministerium noch in diesem Jahr vorlegen will, von diesem ganzheitlichen Denken geprägt ist und nicht nur eine Liste von Vorschriften, die gelöscht, gekürzt oder digitalisiert werden sollen. Denn die entscheidende Frage ist, wollen wir großartige Vorschriften und Regeln haben oder soll etwas im Ergebnis funktionieren? Der Antrag der Union beantwortet diese Frage nicht ansatzweise und gehört deshalb in die Ablage P. Vielen Dank. Sandra Martens war das für die SPD-Fraktion letzte Rednerin. Jetzt wird über den Antrag der Unionsfraktion, der dieser Debatte zugrunde lag, noch abgestimmt. Mit dem Titel Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, Wirtschaft unterstützen, Abbau überflüssiger und belastender Bürokratie. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 9271 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf der Drucksache 6408 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Regierungskoalition und Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die Unionsfraktion und die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist die Beschlussempfehlung damit angenommen. Also damit der Antrag der Union abgelehnt, wie sich ja aus der Debatte schon ergeben hat.